bin natürlich auch daran gegangen, habe gedacht, so, jetzt hören wir uns mal den jungen Wagner an und mal sehen, wo das so alles herkommt. Und habe das aber nicht gefunden. Und dann habe ich mich sehr schnell erinnert gefühlt an eine Partitur, die ich schon ganz lange kenne, nämlich die erste Walpurgisnacht von Mendelssohn. Für uns ist der Hans Heiling eine psychologisch begründbare Figur, die man in ihrem Konflikt ausloten kann, seine Beziehung zu seiner Mutter, der Königin der Erdgeister, die ihn in diesem Reich halten will und im Konflikt dazu seine Sehnsucht, ein einfaches Leben mit einem jungen Mädchen zu führen, sich zu verheiraten und diesem Erbe zu entweichen. Und da haben wir plötzlich eine sehr interessante Parallele zur Biografie von Alfred Krupp entdeckt, der ja genauso ein König der Berggeister in gewissem Sinne gewesen ist und der genauso wie Hans Heiling auch versucht hat, diesem Druck seiner Bestimmung zu entfliehen, aus der Villa Hügel weggehen wollte, eine Ehe mit einer nach dem Verständnis seiner Eltern unstandesgemäßen Frau, eine Verbindung einzugehen. Und der letztlich daran auch menschlich in gewisser Weise gelitten hat und zerbrochen ist. Wir haben hier zum Beispiel in der Bibliothek von der Volkfang-Hochschule hier in Essen haben wir einen Klavierauszug gefunden vom Hans Heiling. Der ist damals in so einer Groschenreihe erschienen, so Anfang des 20. Jahrhunderts, 1910 ungefähr rum. Und das war so eine Reihe, die beliebtesten Opern unserer Zeit. Don Giovanni, Zauberflöte, Hans Heiling an Nummer 3. Also das war ein absolutes Repertoirestück. Natürlich war es und ist es nicht unser Ziel, quasi aus diesem Stück etwas herauszupressen, was ja de facto erstmal nicht da drin ist, sondern dieses freie Assoziieren, dieses freie Miteinander bespiegeln, das ist eigentlich das, was wir uns überlegt haben. Es gibt viele Anspielungen im Bühnenbild, in der Kostümausstattung, an denen ein informierter, ortskundiger Mensch, und das sind die Essener, das Essener Theaterpublikum ja natürlich, sehr wohl ablesen kann, was gemeint ist.